Und damit herzlich willkommen zurück zu Stopp. Moment, da fehlt noch Musik. Und nicht der Titel, sondern der. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Wir sind hier mit schöner Edna bricht aus Musik gleich am Start. Ich hab hier, es ist jetzt gerade alles super. Du hast heute noch nicht gewotet. Vote, um tolle Preise zu erhaaren, das kennen wir ja schon. Aber ich habe heute nicht gewotet, ich habe heute gespendet. Das ist doch auch mal was. So, wir haben beim letzten Mal, ich habe jetzt auch mein VIP gerade bekommen. Das war gerade eine lustige Sache. Ich musste gerade erstmal spenden, damit ich den VIP bekomme. Also, spenden wollte ich ja eh, so ist es nicht. Jetzt habe ich den VIP bekommen. Offiziell und ganz offiziell. Und wow, hier drüben haben sie aber auch, bauen sie ganz schön gut, gell? Da drüben ist noch ein Bau. Waren ja beim letzten Mal dabei, hier die Farm ein bisschen, die sind alle gegrowt, das gefällt mir sehr. Die werden wahrscheinlich immer, wenn wir reinkommen, werden die voll aufgewachsen sein, aus dem einfachen Grunde, da ich ja die Aufnahmen zwischenzeitlich natürlich, öfters mal nicht da sein werde. Das heißt natürlich dann auch, dass in der Zeit viele Leute hier vorbeilaufen werden und die Farmen so wachsen. Das ist aber überhaupt kein Problem, das gefällt mir sogar. So, und dann werden wir hier mal ganz kurz alles einpflanzen. Das sind natürlich jetzt nicht die... Gut, dann esse ich halt das meine. Das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Farmen werden wesentlich größer, aber wir wollen natürlich alles unterirdisch bauen. Deswegen hier momentan nicht. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob ich denn nicht eventuell noch eine dritte... Ich dachte, da war was. Noch eine dritte schöne Farbe hinbekommen. Was haben wir hier? Tränke, Essen. Da packe ich jetzt meine Kartoffeln und den Samen rein. Ich packe meinen Samen in die Kiste. Witzig. Hier ist nichts. Hier haben wir nur Holz. So viele verschiedene Farben haben wir gar nicht, gell? Ich überlege gerade, ob wir hier vielleicht eine bunte Blume haben. Was bist du? Hallo? Ja. Du bist ein Porzellansternchen und da kriegen wir hellgrauen Farbstoff raus. Nee, dann lasse ich das mal stehen. Hellgrau, ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht lila rauskriegen, aber... Ah, da hinten aber vielleicht. Was bist denn du? Du bist eine blaue Orchidee und da kriegen wir einen hellblauen Farbstoff raus. Na, das ist doch super. Übrigens, wir haben hier momentan keinen Shader drin, glaube ich. Moment, guck mal. Ja, ja. Wir haben hier momentan gerade gar nichts drin. Okay, wo muss man jetzt spenden? Bin bei Warbring. Ah, super schön. Ich antworte es gerade mal nicht, weil meine Hand sehr Schokolade hinter dem Mikrofon liegt. Ich kann gerade so... Ich sollte mir vielleicht angewöhnen... Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, hier zu fliegen. Ja, genau, zu fliegen, damit ich hier die Schafe nicht rauslasse, auszusehen. Wir haben jetzt ein bisschen Wolle bekommen. Das ist natürlich sehr schön. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Also, die Oberseite des Hauses werde ich mit Medetta zusammen machen. Deswegen werde ich hier erstmal nicht weiter basteln. Was habe ich denn jetzt hier noch drin? Oh, hier habe ich auch noch eine ganze Ecke drin. Okay. Machen wir ganz kurz erstmal Kit Star Starter. Um mal ein bisschen was dazu zu bekommen. Starterausrüstung erhalten. VIP-Kit kann ich ja noch nicht machen. So. Ich würde mich ehrlich gesagt erstmal lieber um den unterirdischen Spaß kümmern hier. Und wo genau ich den hinbaue, weiß ich noch gar nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass ich den hier reinbaue. Ich glaube eher, das wird separat angebaut und zwar hier draußen. Jetzt muss man sonst gucken, was ich hier gerade alles für einen Schrott im Inventar habe. Warte mal, wir haben jetzt hier Edelmetalle, kommt der Diamant. Wo ist denn da bitte Edelmetalle? Da unten. Edelmetalle kommt der Diamant rein. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werkzeug und so einen Spaß bekommen. Das kommt erstmal alles da rein. Holz kommt erstmal da rein. Essen kommt erstmal alles da rein. Da haben wir noch einen Trank der Nachtsicht bekommen. Die können wir nachher vielleicht gleich mal benutzen. Hier haben wir jetzt noch ein paar bisschen was davon bekommen. Das ist jetzt auch erstmal unwichtig. Und dann kommt sowas wie Wolle jetzt mal hier rein. Holz haben wir hier noch, das Fichtenholz vom letzten Mal.
Das behalte ich erstmal. Die Schere und die Kettenstiefel können theoretisch weg. Obwohl, die Schere lasse ich mal dabei. Und ich würde jetzt einfach mal mit der Eisenspitzhacke loslegen. Wir brauchen jetzt keine besondere Spitzhacke. Warte mal, muss ich mal gucken. Okay, ich hab gerade irgendwie die Empfindlichkeit der Maus zu hoch gehabt, oder? Immer noch zu hoch? Nee, jetzt ist es zu langsam. Okay, jetzt. Ich kann das per Knopfdruck einstellen bei mir. Dann machen wir mal den und den. Dann nehmen wir uns noch ein paar Schaufel mit. Am besten erstmal die schon angebrochen sind. So, da. Und wir haben doch sicher... Achso, stimmt. Meine Spezialhacken habe ich natürlich hier drinnen, weil die fast kaputt waren. Haltbarkeitseffizienz, Effizienz und hier haben wir die Behutsamkeit. Die Effizienz 4 kann ich eigentlich mal verballern. Die verballere ich mal als erstes. Und da haben wir hier die Behutsamkeitshacke, falls zwar eventuell was Cooles finden. Und dann würde ich sagen, ganz einfach, wir machen hier... Kann ich leider nicht zerbrechen, schade eigentlich, weil die Orchideen sind sehr cool. Ich wollte das sowieso noch ändern, weil es gibt einfach bessere Texturenpacks mit den Orchideen. Honeyball Texturenpack, wie gesagt, schön und gut, sehr schön, tolles Ding, aber es gibt bessere Orchideenpacks, muss man einfach sagen. So, dann legen wir mal los hier. Aufnahme habe ich vorhin schon angekündigt, da muss ich mir jetzt also keine Sorgen machen, dass da nichts angekündigt, dass da irgendwie so... Und dann fangen wir mal an, uns hier was unterirdisch zu bauen. Das sieht so geil glatt aus mit dem Honey Texture Pack. Das geht so super nice ineinander über der Stein. Das gefällt mir mega. So. Jetzt kommt hier noch einmal. Das kann ich noch wegnehmen hier, gell? Das nicht mehr, okay. Dann nehme ich das hier mal noch weg, dann kommt hier hinten so ein Erdding rein und dann kommen, da müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen Stone mitnehmen, und zwar richtigen Stone, genau der hier. Dann können wir nämlich das zukleistern nochmal gleich und dann würde ich mir direkt sogar... Obwohl ich würde... Nee, doch. Die Treppen würde ich aus Stein machen. Moment, da müssen wir mal... Wir haben ja momentan genug davon. Ich habe überlegt, ob ich es aus Holz vielleicht mache, aber lieber dann doch Stein. So, klack. So, da haben wir gleich mal zwei Stapel. Machen wir uns gleich noch ein paar. So. Und so und hier und da kriegt man sogar noch eine raus. Super, dann geht das genau auf. Dann können wir uns nämlich jetzt hier die Treppchen hinbasteln. Dann haben wir da den Stein. Genau. So, wir wollen mal ganz kurz schauen, wie wir das jetzt hier machen. Das kommt wieder zu. Na, schweigst du dich aus? Aua. Ja, ich kann fliegen, du nicht. So. Ich würde... So, die Treppen. Okay, dann muss ich das hier einen höher lassen. Damit das funktioniert. Genau, und dann geht's hier weiter. Super, okay, dann mache ich jetzt hier... Ich glaube, hier kann ich noch den einen wegnehmen. Oh, das war nicht geplant. Moment, der kommt wieder da hoch. Klack. Und jetzt so. Genau. Und da graben wir uns jetzt eine Etage nach der anderen. Wir fangen erstmal mit einer Etage an, wo ich gerne Bäume platzieren würde. Ich würde gerne unterirdisch anfangen, Bäume zu wachsen zu lassen. Einfach damit wir nicht jedes Mal zur Baum fahren müssen. Das wäre mir, glaube ich, momentan das Wichtigste. Und dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht ein paar Felder aufzimmern, womit wir uns was verdienen können. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich bald ein VIP-GS geben, auf den dann weitergebaut wird. Also das hier wird nur das Start-GS sein, wo ich so ein bisschen Spaß betreibe hier am Anfang mit euch und ein bisschen was einbaue. Und auf VIP-GS wird es dann wahrscheinlich richtig losgehen, weil es da halt auch den direkten Zugang gibt. Wir hatten ja mal eins, aber das ist natürlich jetzt auch weg. Leider. Das werden wir dann gucken, wie das weitergeht. Das kann ich jetzt noch nichts Genaues dazu sagen. Werden wir dann sehen.
So. Ich frage mich, warum hier Sand ist. Wahrscheinlich war das hier einfach eine Wüste und die haben es einfach zugebastelt. Stört mich aber nicht, Sand ist wichtig. Ja, das scheint eine Wüste zu sein, die haben es einfach zugebaut dann. Oder See vielleicht oder irgend sowas. So. Machen wir das mal so. Kommt hier der... Nee, Quatsch, das war falsch. Klack, klack. Und dann kommt nämlich hier hin, genau. Und dann ist es auch nicht zu tief. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen natürlich den ersten Raum so tief bauen, dass wir den Raum hier nicht beschädigen. Der Raum ist jetzt im Moment. Das hier ist doch jetzt, genau, das ist die... Oh. Das ist die Höhe. Das heißt... 1, 2, 3, 4. 5 nach unten müssen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, der nächste Raum könnte... Machen wir mal hier. Der nächste Raum könnte dann hier anschließen. Da es allerdings ein Baumraum werden soll... Baumraum. Hat Serverliste gewotet. Da es allerdings ein Baumraum sein soll, muss der natürlich ein bisschen höher sein. Ich gucke mal. Moment. Finden wir gleich raus, wie hoch das sein muss. Erstmal hier. Schön alles wegrabbeln. So. Und dann werden wir wieder mit Glowstone wie letztes Mal ja auch ausleuchten, damit das hier alles ein bisschen hübscher, schicker aussieht. Ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich auch anderen Stein, ich kann es noch nicht genau sagen. Das weiß ich jetzt so noch nicht. So, klack, 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 klack. Für euch war ein bisschen heller. Und dann krabbeln wir hier wieder alles weg. Und hier ist jetzt das, okay, das heißt... Oh, das war nicht geplant. Ja, rein theoretisch müsste hier jetzt die Wand sein. Moment, ich kann es mal austesten. Nee. Ah, okay. Also noch ein hinter. Okay, dann haben wir es halt hier, die Wand. Stört mich jetzt auch nicht. La 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 la. Ja, was habe ich für Themen? Ich könnte mit euch über das momentane... obwohl das Thema habe ich... Obwohl ich gerade dabei jetzt bleibe. Ich weiß ja nicht... ich weiß ja nicht, ob die Magic Miner jetzt auch das normale Minecraft Let's Play schauen. Ich glaube es fast nicht. Die werden wahrscheinlich nur das Magic Miner Let's Play schauen. Was ich jetzt zwar sehr bedauere, aber... Ja, ne? Ja, schon wieder dunkel. Ich habe ja heute in der Zeitung mal, ich gucke, normalerweise gucke ich ja keine Zeitung, aber da ich seitdem ich hier wohne, liegt halt immer früh und so die Zeitung auf dem Tisch, wenn man gemeinschaftlich isst. Und für alle, die es nicht wissen, ich wohne mittlerweile in Österreich. Es erwähne ich, glaube ich, jede Aufnahme von neuen. Aber es gibt halt immer wieder neue, die zuschalten halt, deswegen muss ich es auch immer wieder neu erwähnen. So. Ich würde ehrlich gesagt mal ganz kurz, slash farm. Achso, muss ich wahrscheinlich... Warp Form eingeben. Ja, fliegen kann ich, super, okay. Miau. Er kann reparieren. Stopp, reparieren. Reparieren, reparieren, reparieren. Schau mal ganz kurz. Wenn wir diese Spitzhacke hier eventuell reparieren wollen, würde mich das. Ah, ich müsste vielleicht Diamant mitnehmen. Ich. Intelligenzbolzen. Ich, warte mal. Slash Warp. Nee, Quatsch. Home, home. Home, home, witzig.